Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Weiter geht's. Soundcheck. Und rüber hier. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Wer bist du denn? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ja. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Alles, was Trinity nervt, ist gut. Hallo. Dietrich? Ja, natürlich. Na, was versteckt sich hier noch so? Das bekomme ich noch nicht runter. Ja, genau. Liegt hier oben was? Zum Beispiel ein Dokument. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Oh, das könnte vielleicht klappen, vielleicht auch nicht. Money. Da gehe ich erstmal zuerst hoch. Ach, ein bisschen Bergung ist gut. Ich bin da rauf. Wenn du an die Leiter siehst, sollst du an die Leiter. Kann ich hier raufklettern? Ich frage mich, was hier drauf ist. Ach, ein bisschen Geld war dabei. Also es sind 5 Funktürme. Ach, ein Herausforderungsgrab gab es in der Nähe. Da brauche ich auch den Dietrich. Wo kriege ich den nochmal? So. Das ist übrigens eine Gegend, wo man richtig viel erkunden kann. Oh,
Hallo, Wolf. Danke für dein Fell. So, hier rauf. Ach, hier sind noch mehr Federn. Ist da unten was? Ja, eine Höhle. Eins von fünf holen? Ah! Los, mach kaputt! Mal gucken, was ich hier so finde. Nichts übersehen. Wo führt das hin? Wieder ein bisschen Geld. Vielleicht finde ich ihn ja. So, jetzt kann ich Andy untersuchen. Oh, Griechisch Stufe 3. Also hier ist sonst nichts. Da liegt doch was. Ein Dokument. Yay. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Okay. Hier lang schwimmen. So komme ich nämlich weiter. So, hier lang. Oh. Bisschen Erz. Erz kann man ja immer gebrauchen. Oh, ein Sarg. Antiker Bogen? Oh, Geld. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Geld rumliegen. Nö. Heißt, ich kann hier raus.
So kommt man nicht raus, aber so... Man kommt da nicht rein, aber kommt nur raus. Mhm. Jetzt muss ich wieder raus. Den Weg muss man ja auch genau richtig lang machen, ne? So. Noch ein bisschen Erz. Und weiter kann es gehen. Oh, habe ich voll. Ich gehe mal hier hoch. Wo führt mich das denn hin? Okay, hier sollte ich vielleicht noch nicht sein. Ein Basislager habe ich aber entdeckt. Und ich kann Upgrades machen. Und da kann ich auch noch was machen. Und was? Ach, den Köcher ein bisschen füllen. Ah! Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten, aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Kann ich nicht öffnen? Ich brauche einen Dietrich. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Ja, den ersten mache ich mal kaputt. Dupdi-dupdi-du. Mal gucken, was ich hier so finde. Denn hier liegt viel rum. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. So. Ach ja. Diese Zeichen. Sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? So, ich mache jetzt hier einen Cut und... Bis zum nächsten Part.